Und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich wünsche euch bzw. wir, und damit meine ich das ganze Rennwelten-Team, wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Schöne Feiertage. Wir hatten bis dahin ein mega geniales Jahr zusammen und heute würde ich sagen, starten wir mal einfach mit einem Video über Raceroom. Gab es hier lange nicht auf dem Kanal. Es gab vor wenigen Tagen hier noch ein Update. Es hat sich ein bisschen was geändert. Und ja, die letzten Tage habe ich mal so ein paar Stündchen hier in Raceroom rein investiert, habe mir das ein bisschen angeguckt, habe die ganzen neuen oder Neuerungen dann mal ausprobiert und muss sagen, das macht schon richtig, richtig Bock. Am Ende gibt es hier noch ein Gewinnspiel, also auf jeden Fall dranbleiben und damit würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ja, vor 4 Tagen kam ein etwas größeres Update raus und das, worauf die Leute wahrscheinlich als erstes geschielt haben, ist hier das DTM 2023 Pack und da sieht man jetzt schon die aktuellen Autos aus der diesjährigen DTM-Saison. Was ist dabei neu? Der Ferrari ist neu im Spiel und auch der aktuelle Audi ist dadurch jetzt in die Simulation oder ins Spiel reingekommen. Heißt also, wir haben hier 2 neue Fahrzeuge bekommen, dazu die ganzen neuen Liveries und ja, alles was halt eben dazugehört. Alle, die vielleicht sich ein bisschen mehr mit der Materie befassen, ein bisschen mehr drin stecken, die haben auch mitbekommen, dass es ein neues Reifenmodell gibt in Raceroom. Bedeutet also, da hat sich ein bisschen physiktechnisch was getan und dieses Reifenmodell fühlt sich tatsächlich sehr, sehr angenehm an, wie ich finde. Hab natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, denn das letzte Video ist ein paar Jahre her. Ich habe, glaube ich, 2014 mit Raceroom gestartet, aber jetzt jahrelang Pause gemacht. War viel in ACC unterwegs und da braucht man natürlich logischerweise ein bisschen Zeit, um sich damit dann ja so ein bisschen vertraut zu machen. Aber muss sagen, es gefällt mir bis jetzt echt, echt gut. Wie genau sich jetzt dieses Reifenmodell unterscheidet zu dem, was wir vorher hatten, würde ich sagen, gucken wir uns gleich an, wenn ich nach drüben hops und wir dann im Live-Format quasi, wenn ich live war, noch ein bisschen über das Reifenmodell sprechen. Aber und bevor wir jetzt auf die Strecke gehen, erstmal vielleicht auch die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung von Raceroom haben, die sich mit der Materie vielleicht noch nicht ganz befasst haben. Was bietet denn Raceroom überhaupt? Also wir sehen jetzt hier auch schon bei den Autos, wir haben 47 Hersteller im Spiel. Ich sage jetzt einfach Spiel, das ist ein bisschen einfacher. 47 Hersteller im Spiel, 254 Car-Models und dafür gibt es 2910 Liveries, dafür sind 253 umsonst. Bedeutet also, wir haben ein sehr, sehr großes Spektrum an Fahrzeugen, an Fahrzeugklassen und gleichzeitig, wenn wir auf die andere Seite gucken, haben wir 24 Countries, 60 Location, also Strecken und eben 151 Layouts. Bedeutet, die Strecken, die drin sind, haben auch noch verschiedene Layouts und da haben wir einfach einen riesen Haufen an Auswahl. Strecken, Fahrzeuge, Klassen, alles Mögliche, können alles durcheinander mischen. Sehen auch hier, dass 60 von den 151 Layouts for free sind, also haben auch da einen ganz großen Anteil an freien Content dann zur Verfügung. Aber kommen wir erst einmal zum Gewinnspiel. Also alle, die bis zum 30.12. um 18 Uhr, also Samstagabend 18 Uhr, hier einen Kommentar dagelassen haben, die haben die Möglichkeit auf 1 von 3 VRP-Punkte-Pakete dann ja eben zu gewinnen oder zu bekommen. Schreibt gerne einen Kommentar. Lasst mich mal wissen, was ihr mit 2000 VRP-Punkten anstellen würdet. Wir können da auch gleich nochmal gemeinsam drüber gucken. Ich bin jetzt hier nämlich gerade in der Liste, wie viel Content bzw. wie viele Fahrzeugklassen es eben in Raceroom gibt. Wir sehen es schon, 2013 ging das Ganze los mit dem GT Masters und das zog sich dann hier einmal durch. Wir haben die ganzen DTM-Pakete, alte DTM-Autos, neue DTM-Autos, ja, die verschiedenen DTM-Konzepte dann eben auch. Das ging dann hier weiter bis zu den GT3s in der DTM, aber auch TT Cups, Elektroautos, Formelautos, Hill Climbs, WTCR, Tourenwagen, Trucks, wir haben wirklich alles dabei. Alles, was ihr irgendwie fahren möchtet, deckt dann eben hier Raceroom an der Stelle ab. Ja, jetzt habe ich mir natürlich erstmal selbst ein Eigentor geschossen, denn ich wollte euch fragen, was ihr denn mit 2000 VRP-Punkten dann eben anfangen wollt, beziehungsweise was ihr euch mit den Punkten dann eben kaufen könnt. Das solltet ihr mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, um dann einfach am Gewinnspiel teilzunehmen.
Das Problem ist, weil ich hier als VIP-Creator freigeschaltet bin, sehe ich halt eben nicht mehr die Preisschilder, die jetzt hier dran stehen, beziehungsweise die Punkte, die die Fahrzeuge kosten. Die Fahrzeuge kosten im Schnitt 3 bis 4 Euro. Das ist im Vergleich zu iRacing beispielsweise natürlich deutlich weniger kostenintensiv. Und damit auch, glaube ich, ganz interessant für Leute, die gerne casual einfach mal ein paar Runden drehen. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal in die Serverliste. Da sehen wir unter anderem auch unseren Rennwelten Trackday Server, der anscheinend gerade ein bisschen besucht ist. Die Uhrzeit ist jetzt natürlich die, ist jetzt natürlich nicht ideal. Wir haben jetzt Freitagmorgen um 22:45. Also, also lasst euch jetzt da nicht von den Zahlen irgendwie beunruhigen. Wir waren gestern noch unterwegs, gestern noch ein paar Leaderboard-Challenges gemacht, sind ein bisschen der Nordschleife unterwegs gewesen und abends sind dann ja auch diese Ranked-Server online, wo du dann ja wirklich mit einem Rating gegeneinander fährst. Und gestern Abend waren alle Server, die wir jetzt hier quasi in der Liste sehen, die waren alle gut gefüllt. Man musste teilweise auch ordentlich runterscrollen, um dann eben freie Server zu finden. Beziehungsweise da, wo halt dann noch ein bisschen Platz war, beziehungsweise die Session halt gerade erst noch am Anfang stand. Ja, und eben weil sich die Physik und die Reifen geändert haben, wurden natürlich auch alle Hotlaps, also alle Zeitentabellen gestrichen. Also gestern ein bisschen die Nordschleife ausprobiert, VLN-Variante mit den neuen Fahrzeugen. Und da waren Niklas und ich schon ein bisschen fleißig. Niklas natürlich hier wieder bodenlos fix unterwegs an der Stelle. Aber es hat auch echt extrem viel Bock gemacht. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal dann ein bisschen ins Live-Gameplay. Ja, und damit jetzt willkommen hier aus dem Simulator. Wir sitzen jetzt hier im Audi auf Hockenheim, gucken uns das Ganze jetzt mal an und ich habe eben schon gesagt, wir haben ein paar Neuerungen, beziehungsweise die Hauptneuerung ist vermutlich das Reifenmodell. Nicht nur vermutlich, sondern ist das Reifenmodell. Wir hatten vorher die Gewohnheit macht es in Race Room. Das Problem, dass das Auto auf der Bremse, am Gas immer ziemlich viel untersteuert ist. Und entweder kann man in so ein Untersteuern oder man hat es übertrieben und dann kann man in ein Übersteuern. Und dieser Moment, dieser Slip und dieser Abbruch des Grips, der fühlte sich meiner Meinung nach immer sehr schwierig zu kontrollieren an. Also einfach nicht schön handelbar. Und das sind auch so die Stimmen, die man so im Netz natürlich auch liest und hört. Da kann man ja schon fast sprechen, also entweder oder, an oder aus. Es gab eigentlich nur zwei Seiten und der Übergang dazwischen, der war sehr, sehr schwierig. Das hat sich jetzt mit dem neuen Reifenmodell deutlich verbessert. Die Rotation ist viel besser zu nutzen. Also der Grad erstmal zwischen Untersteuern, Übersteuern, Gripabbruch. Man fährt in einem leichten Slip-Angle, also das bedeutet, man fährt durch die Kurve. Man rutscht ja immer in so einem kleinen Bereich. Und diesen Bereich zu kontrollieren, der funktioniert aktuell meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und da übe ich gerade sehr viel, um das besser zu verstehen, um mich da halt ordentlich reinzufuchsen. Was wir auch sehen, und das ist, glaube ich, das, was ich zuletzt über meine fehlenden Race Room Jahre so verpasst habe, ist, dass wir jetzt hier zwei TCs haben, also TC1 und TC Slip. Das eine ist der Cut, wie die Traktionskontrolle arbeitet, das andere ist der Slip, wie eben von diesem Slip-Angle dann zugelassen bekommen. Und da sehen wir auch schon, für alle, die sich jetzt denken, ja, da muss ich zwei Regler einstellen, so wie in ACC, und dann stelle ich die alle beide unabhängig voneinander ein. So ist es jetzt nicht. Wir sind auf Hockenheim unterwegs und beispielsweise, wenn ich jetzt gleich mit dem dritten Preset fahre, was, glaube ich, ganz angenehm zu fahren ist, dann hat man hier 60% TC-Cut. Und hier, wie gesagt, diese 0.35x als Slip-Einstellung. Der große Unterschied zu ACC ist, hier kann man eine Traktionskontrolle benutzen. Hier muss man sogar die Traktionskontrolle benutzen. Also ich kann es euch nur empfehlen und die kann man auch sehr hoch benutzen. Also das funktioniert ganz gut. Ansonsten wird es nämlich auch recht schwierig zu fahren. Was sich auch geändert hat, zweite große Änderung ist die Bremse. Heißt, wenn wir jetzt 100% Bremsdruck geben, kommen wir viel schneller auf eine viel höheren oder einen viel höheren Bremsdruck. Was darin resultiert, dass wenn man jetzt voll in die Bremse steigt, man ziemlich viel geradeaus fahren wird. Beziehungsweise das Auto sehr, sehr unwillig ist, in die Kurve zu fahren.
Heißt im Vergleich zu vorher, wo man reingestampft ist, reingestempelt ist in die Bremse, einfach in die Kurve fahren. Das ist jetzt nicht mehr. Fand ich sehr, sehr schwierig am Anfang. Ich muss auch gestehen, ich bin jetzt, glaube ich, nicht der größte Techniker und Feingefühliger auf der Bremse. Also sehr, sehr merkwürdig. Was habe ich gemacht? Ich habe die Bremskraft von 100% auf 90% gestellt und ich persönlich finde, dass man die Bremse ähnlich wie in iRacing jetzt fast gar nicht auf 100% braucht. Das werdet ihr jetzt aber auch sehen, wenn wir jetzt auf die Strecke gehen. Ja, wir starten jetzt hier einfach mal mit dem neuen Audi auf Hockenheim. Glaube ich, eine ganz coole Kombination. Hab hier eben schon mal 5 Runden ausprobiert, ob das alles so funktioniert, wie ich das eben möchte. Ich muss sagen, also was damals und heute auch Raceroom nach wie vor ganz geil macht, ist halt einfach Sound. Das klingt schon echt gut. Und ihr könnt jetzt ja mal mein Bremsverhalten so ein bisschen im Auge behalten, wie sich das Ganze jetzt so gibt. Wir sind hier ein, ja genau, TC Preset 3 ist es, was ich euch eben erzählt habe. Und jetzt achtet einfach mal ein bisschen auf das Bremsverhalten, auf die Rotation, die das Auto dann eben aufbaut und auch die Rotation, die wir dann jetzt eben hier am Gas dann benutzen können. Das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, deutlich besser nutzbar, als das eben vorher der Fall ist oder gewesen ist. So, das war jetzt ein bisschen mehr Bremsdruck in die Kurve, ein bisschen zu viel, und da sehen wir auch, dass das Auto direkt ja relativ schwierig in die Kurve zu bekommen ist. Ich sehe auch, ich habe einen ganz leichten Bremsinput, also da muss ich mir eine kleine Todzone noch einbauen. Das wird jetzt hier aber nicht viel zur Sache machen. Was man klar sagen muss, also in Raceroom beim Fahren hat man doch deutlich mehr zu tun, als man das in ACC dann irgendwie gewohnt ist. Man korrigiert viel, man spürt, wie das Auto rutscht. Man, ich finde, spürt den Slip-Angle einfach deutlich besser und einfacher, als man das in ACC irgendwie spürt. Ich denke, das ist auch so ein großer Punkt, den ja, oder ein großes Problem, das viele ACC-Nutzer haben, dass sie einfach nicht den Grip umsetzen können, die das, oder den das Auto irgendwie maximal zur Verfügung stellt, weil es einfach vom Gefühl her manchmal ein bisschen weird ist. Ah, da habt ihr es wieder gesehen, jetzt Kurve 1, ich bin in die Bremse gegangen. War relativ spät, aber das sollte kein Problem gewesen sein, aber ich bin einfach zu dolle in die Bremse gegangen. Und ja, da konnte man, glaube ich, schön sehen, dass das Auto dann, wenn man es übertreibt, halt einfach nicht so willig ist, in die Kurve zu kommen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ist natürlich eine Umgewöhnung, die ein bisschen dauert, denn so ist man es auf jeden Fall ja nicht gewohnt, auch aus ACC ja eben nicht. Ich kann ja mal hier gucken, also 100 Prozent. Auto verzögert hier schön und dann... Linie getroffen, aber ich war ein bisschen zu schnell am Apex. Also das ist einfach was, da muss man einfach ein paar Stunden rein investieren und dann kommt man auch gleich. Ich finde aber, dass das Vertrauen, wenn man da mal 2 Stunden fährt, ganz gut kommt. Fühlt sich ein bisschen noch nach wie vor an wie Schmierseife. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also man korrigiert halt sehr viel. Das Auto macht viele kleine, leichte Rutschbewegungen, die man irgendwie ausgleichen muss. Hier wieder zum Beispiel. Aber das ist so ein bisschen das, was ich eben sagte, dass man hier doch eine ganze Ecke mehr zu tun hat, als man an den ACC eben zu tun hat. Dafür ist so das erste Gefühl, dass man mit dem Auto sehr, sehr viel spielen kann. Was auch ganz cool ist eigentlich und ganz angenehm. Ja, und die Track Limits, die sind natürlich nicht mein Freund. Ja, also jetzt habe ich endlich mal den ersten Sektor nicht ungültig gemacht. Das ist jetzt ein paar Mal passiert. Bisschen ärgerlich. Spitzkehre raus, wenn man aggressiv ans Gas geht, also einen leichten Slip nutzt, das bockt schon richtig, muss man ja sagen.
viel über den Körper innen gefahren. So, jetzt aus der letzten Ecke raus. Ja, da muss man schon auf jeden Fall ein bisschen zaubern. Ja, und da haben wir jetzt unsere erste Runde, die wir jetzt hier gefahren sind. Also, was können wir jetzt sagen zum Race Room Update? Mir persönlich gefällt es sehr gut. Ist natürlich eine große Umgewöhnung, habe ich ja auch schon gesagt. Ist auch ein bisschen anderes Fahren. Ja, man muss ein sehr sauberes Fahren hier irgendwie bekommen, beziehungsweise man muss auch sehr, sehr viel arbeiten. Muss jetzt gucken, dass man die Technik in der Bremse ganz gut hinbekommt. Ich denke, dass diese Einstellung oder dieses Verhalten auf der Bremse euch jetzt gerade ja zu einem besseren Fahrer einfach macht. Denn ihr werdet ganz klar merken, wenn ihr zu feste in die Bremse tretet und dann versucht, das Auto zu bewegen, dass das nicht funktionieren wird. Da werdet ihr einfach nicht in die Kurve kommen. Und dadurch gibt es, das ist immer so ein gutes, direktes Feedback, wenn ihr was falsch macht. Das kriegt ihr in ACC nicht, weil da geht es ABS an. ABS funktioniert, ja, so medium gut, aber ihr kommt immer in die Kurve. Und ja, dadurch versaut man sich so ein bisschen die eigene Technik. Und mit den Einstellungen ist es auf jeden Fall, ja, deutlich besser zu handeln. So, ich entlasse euch jetzt hier in den heiligen Abend. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Denkt an das Gewinnspiel, also bis zum 30. habt ihr die Möglichkeit, mit einem Kommentar dann die VRP-Punkte zu gewinnen. Gewinner werde ich dann ja zu dem Zeitpunkt oder nach 18 Uhr dann auslosen und dann hier unten dann ja informieren. Morgen gibt es wahrscheinlich auch Race-Room-Content und zwar gehen wir dann auf die Nordschleife und gucken uns dann, ja, ich weiß noch gar nicht, ich denke, wir werden uns ein paar sehr legendäre Fahrzeuge für die Nordschleife angucken. Das soll es gewesen sein. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Feiertag, schöne Feiertage und würde sagen, bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.